Unser heutiger Schlaumeier, der kennt jedes Kind und jedes Mami und jeden Papi und sowieso alle Leute in der Schweiz. Zusammen mit seinem Bühnenpartner, Johnny, ist er seit vielen Jahren mit dem erfolgreichsten Schweizer Cabaret-Duo Divertimento unterwegs. Er hat selber 3 Kinder, ist früher mal Lehrer gewesen und hat ein mega lautes Hobby. Und über genau das mega laute Hobby erzählt er uns heute. Herzlich willkommen, der Manu! Manu? Ja! Ja! Bin ich da? Du bist da! Bin ich da! Ich bin immer noch am Massieren gewesen. Ah, so schön! Ah, das ist... Hallo zusammen! Hey, ich freue mich, da dabei zu sein. Ich will gar nicht viel Zeit verlieren, weil ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel aufgeschrieben, was ich euch alles erzählen über die Rockmusik. Darum kann ich gar nicht lange plämperle. Du hast zwar vorher gesagt, lieber Roman, wir lernen alles über Rock'n'Roll und Rockmusik. Alles leider nicht, weil das, für das wird die halbe Stunde nicht lange. Dann müsste ich, glaube ich, einen ganzen Tag haben, um euch alles zu erzählen. Also, liebe Kinder aus, aber auch liebe Eltern, der Vortrag ist auch ein bisschen für euch, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Mühe gehabt, es hat so viele Begriffe, die nicht ganz Kinder, wie soll ich sagen, tauglich sind. Da habe ich alles ein bisschen anwenden, das ist lustig. Also, Rockmusik, werde ich euch etwas erzählen. Darf ich mal gerade die erste Umfrage starten? Und zwar nimmt es mich unter, wer schon mal den Begriff Rockmusik überhaupt gehört hat. Rockmusik. Also, da könnt ihr mal alle die Hände aufentun, die wissen, was bedeutet das eigentlich, Rockmusik. Mal alle die Hände aufentun, ihr wisst, wie es geht. Ihr seht irgendwo davon im Display ein weißes Händchen. Wenn ihr auf das draufklickt, wird es blau oder grün. Und das bedeutet, ihr streckt die Töpfe auf. Wenn ihr es wieder runternehmt, drückt ihr einfach wieder drauf. Und dann wird es wieder weiss. So, also, wer hat schon mal gehört Rockmusik? Also Manu, ich sehe jetzt schon, sind also mehr als 2/3, weit über die Hälfte, haben schon mal etwas gehört von Rockmusik. Sehr schön. Hat also nichts mit einem Kleidungsstück zu tun, he? Rock. Sondern das kommt vom Rock'n'Roll. Das ist ganz, das ist früher gewesen. Früher ist Rock'n'Roll gewesen, dann ist der Blues gekommen, aus dem heraus alles ist Popmusik entstanden, aber eben auch der Rock'n'Roll, der Hardrock. Oder ein bisschen später der Heavy Metal. Ja, mit Kind verschiebt man da die Sachen. Gut. Also, wir gehen weit zurück. Ich glaube, Menschen haben schon vor tausenden Millionen Jahren wahrscheinlich irgendeine Art Musik gemacht. Ich stelle mir vor, zum Beispiel in der Höhlenbewohnerzeit, in der Steinzeit, haben die mit irgendwelchen Knochen und Steinen wahrscheinlich auch schon irgendwelche... Ja, so könnte ich doch das in der Höhlenbewohnerzeit bereits getönt haben. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung, nämlich ins Mittelalter. Mittelalter, Ritterzeit, ist auch ein Begriff, oder? Dort sind nämlich dann die ersten Saiteninstrumente, das ist ein bisschen meine Heimat, Saiteninstrumente, Gitarre, sind dort aufgekommen. Das hat wahrscheinlich etwa so ausgesehen. Ja? Mittelalter, dann sagt man Laute oder eine Leier, eine Drehleier und so Sachen. Das sind die ersten Rock'n'Roll-Instrumente vom Mittelalter quasi. Dann machen wir nochmal einen Gump. Das ist die Zeit, das war das auslaufende Mittelalter, Ende. Da sind all die Komponisten, wie der Mozart, haben das sicher auch schon gehört, die klassischen Komponisten, Mozart, Bach, Beethoven, die haben Wahnsinnsmusik geschrieben. Also das ist also vom Komponieren her Champions League, was die alles gemacht haben. Finde ich auch ganz spannende Musik. Ich höre also nicht nur Rock'n'Roll, Rockmusik. Ich höre ganz viele verschiedene Musik, aber das Herz ist beim Heavy Metal, beim Rock zuhause. Genau. Jetzt möchte ich gar nicht lang zimperle. Mein Heiligtum, mein heiliges Instrument, das steht da hinten. Die Gitarre. Ihr habt alle sicher schon mal eine Gitarre gesehen. Eher ein bisschen in dem Stil wahrscheinlich, mit so einem Loch und einem dicken Körper. Das ist ein dicker Körper und das hat ein Loch. Und das braucht eine Gitarre, oder besser gesagt, ein Saiteninstrument, dass es klingen kann. Ja? Das ist eine akustische oder eine Western-Gitarre. Ja? Das ist auch etwas Nettes, habe ich auch gern, aber richtig geil ist das andere. Nämlich
Eine elektrische Gitarre. Die hat jetzt kein Loch mehr und ist auch nicht so dick wie die akustische Gitarre. Das heisst aber auch, dass wenn sie nicht angesteckt ist, dass sie fast nicht tönt. Hört man nicht viel, oder? Es braucht Strom. Und darum heisst sie auch E-Gitarre. E steht für elektrische Gitarre. Es braucht Strom und es braucht einen Verstärker. Den sieht man, glaube ich, da hinten gerade noch so knapp. He? Ein Verstärker, das ist eigentlich eine Lautsprecherbox. Und durch das Kabel durch geht die Schwingung von der Seite. Da drunter, die silbrigen Plättchen da, das sind sogenannte Tonabnehmer. Die nehmen die Schwingung von der Seite auf, transportieren sie durch das Kabel durch, in Verstärker und dann macht es Musik. He? Also ich kann es jetzt technisch auch nicht 100% genau erklären, wie das funktioniert. Aber dann tönt es so. He? Jetzt haben wir ein bisschen Fuß. Das tönt auch schon mal nett, aber es ist immer noch nicht ganz genau das, was ich so gerne habe. Das ist nämlich eine Verzerrung vom Ton. Das ist ein recht klarer Ton, oder? Und jetzt müssten wir auf die zweite Kamera umschalten, Roman. Zeige ich euch ein Zauberkästchen. Seht man das schon? Also, das ist das Zauberkästchen. Der Ton von der Gitarre kommt da rein, geht durch das Kästchen durch. Da wird irgendetwas gemacht. Das kann ich euch leider ist ein bisschen blumenmässig. Ich weiss, ich erkläre euch etwas, was ich gar nicht wirklich erklären kann. Der Ton verzerren, geht da auch wieder raus zum Verstärker. Jetzt ist es nicht eingeschaltet, das Lämpchen da leuchtet nicht. Jetzt ist es also noch ein klarer Ton. Und jetzt kann ich mit dem Fuß, das Pedal ist normalerweise am Boden unten, da kann der Gitarrist draufstehen und dann leuchtet das Lämpchen. Jetzt leuchtet es. Und jetzt tönt das Ganze so, wie es muss tönen. Das ist die verzerrte Gitarre und ist eigentlich das Herz der Rockmusik. Auch bekannt für die Rockmusik Gitarren-Solos, wo sie hohe Töne hochgehen. Das alles kann man, wenn man ein bisschen übt, und es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwierig, schon gleich mal rausholen aus einer elektrischen Gitarre. Wenn man das coole Zauberkästchen da hat, wo man auch den Ton kann verzerren kann. Ja, vorerst einmal war das wegen der Gitarre, aber ich möchte euch natürlich jetzt auch wirklich noch etwas lehren, nämlich etwas über Geschichte. Ganz kurz werde ich gleich noch schnell zurück zur Gitarre kommen. Nämlich gibt es ein Instrument, das in jeder Rockband auch vorhanden ist. Rockbands haben nicht wahnsinnig viele Instrumente in der Band. Aber eins, das wir auch immer antreffen, das ist das hier. Jetzt so auf den ersten Blick. Oh, eine elektrische Gitarre. Sieht einfach ein anders aus. Andere Farbe, andere Form. Aber das ist keine elektrische Gitarre, das ist ein Bass. Und jetzt möchte ich von euch gerade wissen, das wäre eine Umfrage. Was unterscheidet ein Bass von einer elektrischen Gitarre, die ich vorher gezeigt habe? Kannst du das mal einblenden, Roma? Gut, und die Umfrage ist eingeblendet. Was unterscheidet ein elektrischer Bass von einer elektrischen Gitarre, ist die Frage von Manu. Sie ist aus anderem Holz gemacht, die Anzahl Saiten oder das Gewicht. Was denkst du, welches ist die richtige Antwort? Sie ist aus anderem Holz gemacht, die Anzahl Saiten oder das Gewicht. Wähl aus, was du denkst, ist die richtige Antwort und drückst unten dran nachher auf den runden Knopf, wo drauf steht eingeben und dann sehen wir deine Antwort. Und ich sehe schon, fast alle haben an der Umfrage teilgenommen. Ich beende sie in 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt, Manu, jetzt sind wir gespannt, ob das unsere Schlaumeier zu Hause wissen. 71%, also weit mehr als die Hälfte, sagen, es ist die Anzahl Seiten. Manu, stimmt das? Das ist richtig.
Schau dir mal schnell, das habe ich zwar vorher gar nicht gesagt. Eine Gitarre hat im Normalfall 6 Saiten. Der Bass hat 4 im Normalfall. Es gibt auch 5-seitige Bässe, aber normalerweise sind es 4. Und es sind vor allem viel dickere Saiten. Und sie tönen auch ganz tief. Ja. Das ist ein Instrument, das nicht so auffällig ist in einer Band, aber trotzdem ganz, ganz wichtig, weil es tut so den Sound, den man macht, büdeln. Es gibt so einen schönen Boden rein mit diesen tiefen Tönen. Also auch ein ganz spannendes Instrument. Weniger auffällig, weniger vordergründig wie eine elektrische Gitarre, die ist einfach auffälliger, aber nicht weniger wichtig. Der Bass. Unser Hauswart da von dem Flaumeier-Schulhaus, der spielt den Bass. Genau. Also. Das Herz von der Rockmusik ist eigentlich, kann man schon ein bisschen sagen, trotzdem die E-Gitarre und sicher auch das Schlagzeug. Ein treibender, stampfender Beat, Rhythmus, das ist wertvoll für die Rockmusik. Die macht es einfach, die elektrische Gitarre mit dieser Verzerrung macht die Musik raucher, oder? Und das haben die Rockmusiker ja, die angefangen haben, auch wollen, dass die Musik ein bisschen raucht und ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen böse und ein bisschen aggressiv tönt. Der Sänger von einer Rockband, der trägt auch noch einiges dabei, zu, dass es nach Rockmusik oder eben nach Heavy Metal, sagt man dem auch, tönt. Nämlich, er macht manchmal fast mehr einen Schreigesang als einen klaren Gesang. Ja? Angefangen, wir gehen jetzt zurück, etwa 60 Jahre zurück, liebe Kinder. Das war etwa in den 60er Jahren, ist eine Band aufgekommen. In dieser Zeit, früher müsst ihr euch vorstellen, ja, sind die Menschen sehr damit beschäftigt waren, anständig zu sein, zu lehren, schön brav in die Schule gehen, arbeiten und so. Und dann sind da so Rockbands oder Popbands auch gekommen, die gefunden haben, hey, man kann aber auch das Leben ein bisschen geniessen, man darf auch mal ein bisschen ausbrechen, ein bisschen wild sein. Die vier Herren aus England, Roman, darfst du schon mal ablassen. Das geht zünftig zur Sache. Nein, heute muss man natürlich ein bisschen lachen, aber für die Zeit damals war das recht rebellische, wilde Musik schon. Schon nur da das Kopfschütteln und die Haare ein bisschen länger tragen, war eigentlich nicht so gern gesehen. Aus dieser Popband Beatles, also ich muss euch sagen, auf der ganzen Welt sind wegen diesen vier Typen da, diesen Beatles, die Frauen reihenweise in Ohnmacht gefallen, wenn sie die gesehen oder gehört haben, weil sie sie so angehimmelt haben und so Fan gewesen sind. Das ist ja heute in der Schweiz ein bisschen ähnlich. Da mit dem Komiker-Duo, ich weiß jetzt auch nicht, wie es heisst. Das ist ja ein bisschen ähnlich dort. Oder? Ja, so ist das gewesen. Da sind also Fans gekommen und haben die Musik gefeiert. Oder? Und jetzt zeige ich euch noch ein kleines Film. Jetzt ist die Gitarre. Vorher bei den Beatles war die Gitarre noch recht klar gewesen, noch nicht verzerrt mit meinem Zauberkästchen. Und jetzt sind die ersten Bands gekommen, die die Gitarre verzerrt haben. Zum Beispiel Black Sabbath. Das war Black Sabbath mit Paranoid. Das ist also, ihr seht, auch eine alte Aufnahme, aber das ist doch schon recht rockig. Und, ups, was ist das? Ja, genau. Ich wollte euch jetzt gerade nochmal eine Frage stellen. Was denkt ihr, das wäre die Umfrage, was typisch ist, Roman, für den Rock und den Heavy Metal? Was sind so die typischen Merkmale für die Rockmusik, für den Heavy Metal? Schaut mal die Frage. Also, der Manu fragt euch, was ist typisch für Rock und Heavy Metal? Erste Antwort: Lederjacke und lange Haare, farbige Kleider, Lippenstift und Sonnenbrille oder wildes Fiddleblutz umtanzen. Was ist typisch für Rock'n'Roll? Das fragt euch der Manu. Ihr könnt die Antwort auswählen: Lederjacke und lange Haare, bunte farbige Kleider, Lippenstift und Sonnenbrille oder wildes Fiddleblutz umtanzen. Wählst die Antwort aus, die du denkst, ist richtig, und drückst nachher unten dran auf den runden Knopf eingeben und dann sehen wir deine Antwort. Ich sehe, fast alle haben an der Umfrage teilgenommen. Wir beenden sie in 5, 4, 3, 2, 1 und sind gespannt auf die Resultate. Die sind recht eindeutig. Also ich gehe davon aus, vor allem für die Blut rumrennen, oder? Aber ja. Jetzt schauen wir mal. Was kennt man? Nein, ich wäre falsch. Lederjacke und lange Haare. Manu? Wie gesagt, ja, das ist jetzt spannend. Ja, das ist super. Nein, super. Also ich denke, je nach dem, das muss man sagen, jetzt erzähle ich nachher noch etwas, die Rocker waren früher ein bisschen rauchige Typen, haben auch gerne mal ein bisschen Alkohol getrunken. Und je nach Alkoholpegel ist dann wahrscheinlich die vierte Lösung mit dem Fiddleblut rumtanzen auch Tatsache geworden. Aber jetzt natürlich
ganz, ganz klar, Lederjacke, also Lederkluft, Jeanskluft und vor allem die langen Haare sind ein typisches Markenzeichen für die Rockmusik. Ich will nicht sagen, aber es ist heute nicht mehr so krass. Also heute hat es ganz, ganz viele Rock- und Heavy-Metal-Bands auch mit Typen, die kurze Haare haben. Das ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verflossen. Also, dann gehen wir weiter. Wie bin ich zu der Rockmusik gekommen, fragt ihr euch vielleicht jetzt. Ich war etwa 12 und habe von meinen Geschwistern die Popmusik mitbekommen. Habe ich auch cool gefunden, so Michael Jackson, Nena, Sandra, was es alles noch gab in den 80er Jahren. Aber dann habe ich folgenden Clip im Fernsehen gesehen und es war um mich passiert. Roman, das wäre der Clip Europe. Als ich das gesehen habe, liebe Kinder, liebe Eltern, ist es um den kleinen Burki passiert. Ich war beeindruckt von diesen langen Haaren, von diesen, eben, von den Kleidern. Und es ist ja eigentlich, wenn man jetzt das Lied hört, der Final Countdown, ist ja fast eine Ballade. Es ist so nicht hart, die Musik. Und doch, die Typen haben sich etwas Rebellisches ausgestrahlt. Das hat mir sehr gebessert. Und ab dem Moment war mir klar, ich will Rockstar werden. Ja? Das war dann auch die Zeit, in der ich in diesen Büchern meine Schulfreunde, kennen ihr sicher alle, haben auch immer wieder die Heim, die ihr ausfüllen dürft, was eure Hobbys sind, weiss der Gucker, was ist. Und dort ist auch immer auch noch der Punkt, mein Traumberuf. In diesen meinen Schulfreunde-Büchern habe ich immer hineingeschrieben, Rockstar. Ich bin kennen worden, aber ich träume immer noch davon. ich habe früher in meiner Jugend dann auch tatsächlich die ersten Bands gehabt. Für die allererste Gitarre hat das Geld nicht gelangt. Aber immerhin habe ich dann, muss ich schnell schauen, wo ist es angekommen? Jetzt ist es verschwunden. Wohl da. Immerhin, für eine aufblasbare Gitarre hat es gelangt. Das bin ich auf dem Sitzplatz bei mir daheim mit Gitarren. Ich habe vor einem Spiegel stundenlang Playback-Gitarre gespielt. Zu all meinen Lieblingsliedern. Aber habe dann tatsächlich mir dann auch die erste elektrische Gitarre können leisten. Die Haarpracht habe ich auch angepasst. Das ist der Burki mit etwa 15. Das war so ein bisschen die Zeit von Nirvana, liebe Eltern. Kurt Cobain. Und dann hatte ich im Bandraum und dort sind wir jeden Samstag abgegangen und haben versucht, coole Heavy-Metal-Songs zu schreiben. Wenn ich heute Aufnahmen höre von diesen Liedern früher, richtig schlecht sind wir gewesen. Aber es hat Spass gemacht. Also, Umfrage, liebe Kinder. Wer von euch, wie viele Kinder von euch da draussen, spielt denn auch irgendein Instrument? Will Musik machen? Das kann ich allen empfehlen, die noch kein Instrument angegangen sind. Lernt ein Instrument, das macht so Spass. Wer da draussen spielt alles ein Instrument? Also könnt alle die Hände aufentun, die ein Instrument spielen. Egal welches. Heutzutage kann man sogar in einer Rockband fast jedes Instrument. Ich habe schon Rockbands gesehen, die haben sogar noch Trompeten mitgespielt. Also, tun mal die Hände auf, alle, die ein Instrument spielen. Ich sehe jetzt schon, Manu, das ist. Doch, das sind mehr als die Hälfte, die ein Instrument spielen. Das ist doch super. Schön, das freut. Vorbilder für Kinder sind natürlich die Erwachsenen, die auch Musik machen. Also auch ich habe gerade letztens gesagt, ich wollte mal Schweizer Örgeli lernen spielen. Also man ist nie zu alt, um ein neues Instrument zu lernen. Das nehme ich nämlich nächstens in Angriff. Schweizer Örgeli. Wäre vielleicht auch noch cool kombinieren mit Rockmusik. Ja? Also, wir gehen noch mal, ich möchte euch noch mal etwas über die Faszination vom Rock'n'Roll, von der Rockmusik erzählen. Ihr müsst euch vorstellen, früher, liebe Kinder, eure Grosseltern noch jung sind, vielleicht auch sogar die Urgrosseltern, je nachdem wie alt ihr seid, dort haben fast alle Eltern gar nicht gern gehabt, wenn ihre Kinder oder andere Leute, junge Leute, Rockmusik gelost haben oder sogar an Rockkonzert gegangen sind. Von den Rockmusikern hat man nämlich gesagt, sie sind faul, sie sind tätowiert, trinken Alkohol, hängen rum, gehen nicht in die Schule, gehen nicht arbeiten und so, sondern machen lieber eben, hängen miteinander rum und machen Musik. Das hat ein bisschen gestummen früher, muss man sagen. Die Rocker haben gepfiffen auf die Regeln und Gesetze, die die Regierung auf die Beine gestellt hat. Die haben sich ganz bewusst ein bisschen gegen das aufgelehnt. Also man kann sagen, die Heavy-Metal-Musik, die Rockmusik, ist ein bisschen, das sind ein bisschen Raubbeine gewesen. Ein bisschen Rüppel, vielleicht sogar ein bisschen Piraten unter den Musikern. Ja. Und die einen Bands, in den 80er Jahren war das, also auch schon ein Zeitchen her, die haben sogar auch ein bisschen den Teufel ins Spiel gebracht in ihren Songtext. Die haben ein bisschen das Böse und das Schlechte, ja, man kann fast sagen, ein bisschen verherrlicht vielleicht. Die haben ihren Text von denen gesungen und es hat tatsächlich eine Zeit gegeben, früher in den 80er Jahren,
wo dann die Bands, wenn die in die Länder gereist sind, um ihre Konzerte zu spielen vor den Leuten, die katholische Kirche gekommen ist und gesagt hat, die Band, die haben satanistische Botschaften in ihren Texten und ihrer Musik, die dürfen in unserem Land oder in dem und dem Land nicht auftreten. Das war noch happy. Ja. Im Nachhinein habe ich das Gefühl, hat man das ein bisschen übertrieben mit dieser Wahrnehmung, aber es war schon so, dass die Bands auf einen jungen Menschen, auf ein Kind oder einen Jugendlichen, der nicht so ein starkes Selbstwertgefühl hatte oder ein bisschen baumelnd war im Leben, schon auch einen schlechten Einfluss haben können. Heute ist das zum Glück ein bisschen anders. Zwar ist Musik nicht unbedingt feiner geworden, im Gegenteil, die ist aufgrund der heutigen Techniken, die zur Verfügung stehen, zum Musik machen, fast noch aggressiver geworden. Aber, und sie singen auch, die Heavy Metal Bands singen auch nach wie vor über eher die unschönen Sachen auf der Welt, wie Krieg, Umweltzerstörung, aber sie singen eigentlich, sie wollen uns mitteilen, dass man das muss ändern, dass man muss kämpfen gegen all die schlechten Sachen. Und sie singen also nicht wie die Schlagersänger zum Beispiel von Du bist mein Sonnenschein, mein Engelein. Bei der Schlagerwelt ist alles eher ein bisschen blumig und dort widmet man sich der schönen Seite des Lebens. Das machen die Rock- und Heavy-Metal-Musiker immer noch nicht. Aber was sich geändert hat, früher hat jede Band, Heavy-Metal-Band, probiert, böser zu sein als die anderen. Die haben sich fast übertrumpfen mit toten Köpfen auf den CD-Covers und Blut und es gab Musiker, gegeben, ja, sagt man, die haben auf der Bühne einer lebenden Fledermaus den Kopf abbissen. Ja, so gruselgeschichtlich sind scheinbar gemacht worden an Rockkonzerten. Und auch die CD-Covers, ich zeige euch da mal eins, die hat eins gruseliger ausgesehen als das andere. Das ist zum Beispiel von der Band Slayer. Man hat viel mit toten Köpfen und irgendwelchen Gruselgestalten die Leute wollen in den Bann ziehen. Das ist heute wirklich nicht mehr so krass. Wie gesagt, die Haare sind kürzer geworden. Den Typen sieht man manchmal fast nicht mehr an, dass sie harte Musik machen. Und CD-Covers sind auch nicht mehr so blutig. Und das Schöne finde ich, ich gehe doch auch viele immer noch Heavy-Metal-Konzerte schauen. Mich interessiert das mega. Die Typen, die auf der Bühne stehen, gerade Sänger, die schwätzen zwischen den Liedern zu den Leuten und rufen wirklich sogar zum Teil auf, sind nett zueinander, sie machen sich stark für Toleranz, Frieden und Zusammenhalt. Das ist wirklich außergewöhnlich. Nicht alle Bands, aber es gibt ganz viele, die fangen auch mit der Heavy-Metal-Musik etwas Positives in die Gesellschaft rausjagen. Das freut mich natürlich sehr. Musik darf hart bleiben. Die darf, darf man nicht versoften. Also, ich habe noch mal eine Umfrage für euch. Und zwar einfach etwas, was ihr euch ein Gripschen noch mal anstrengen müsst. Das ist das mit der Musikstilrichtung, Roman. Ich habe Musikstilrichtungen aufgelistet und eine von diesen vier ist kein Musikstil. Könnt ihr mal schnell schauen? Also, der Manu fragt euch, welches von denen ist kein Musikstil richtig? Boogie Woogie, Jazz, Renaissance oder Heavy Metal? Welches ist kein Musikstil richtig? Boogie Woogie, Jazz, Renaissance oder Heavy Metal? Wählst die Antwort aus, wo du denkst, ist die richtig und drückst nachher ohne dran auf Eingeben. Also, Boogie Woogie, Jazz, Renaissance oder Heavy Metal? Welches ist keine Musikstilrichtung? Ich beende die Umfrage 5, 4, 3, 2, 1 und. Ja. Hallo? Hallo? Ja, musst du weitermachen, schnell, Manu? Ah, Entschuldigung. Nein, sorry, irgendetwas bei mir funktioniert da nicht. Haben wir die Auswertung noch nicht da, oder glaubst du? Genau. Also, jetzt haben wir den Deckel angeschlagen. Doing! Also, es wäre, ich tue es schnell auflösen, ist gut, Roman? Ja. Also, die Renaissance, das ist kein Musikstil richtig. Das war eine Zeitepoche, Ende Mittelalter, 15. Jahrhundert. Also, Boogie Woogie ist eine Musikart, Jazz, Heavy Metal. Ja, wenn die was da interessiert, mal all die, es ist so spannend, wie viele verschiedene Musikstilrichtungen es gibt. Und gerade auch in der Rockmusik, im Heavy Metal, gibt es wie einen Stammbaum bei Familien. Ganz viele Vergabelungen, Verzweigungen in alle Richtungen sind die Heavy Metal-Stilrichtungen gegangen. Wie bin ich mit der Zeit in Roman? Ja, bist zu lang, aber mach weiter. Bin ich schon zu lang. Dann ja. Finde ich doch zum Schlusswort. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen lustig machen. Liebe Eltern, ich hoffe, ich kann den musikalischen Geschmack, die Entwicklung vom musikalischen Geschmack von euren Kindern jetzt nicht allzu negativ beeinflusst. Aber ich wollte extra am Schluss noch mal betonen, das ganze
rebellischen, wilden, bösen, die Zeit vom Heavy Metal, die ist ein bisschen vorbei. Also Heavy Metal kann auch ganz etwas Positives ausstrahlen. Aber jeder soll doch selber entscheiden, welche Musikstilrichtung ihm passt und ihm Kraft gibt. Und schneugt ein bisschen rum. Gerade YouTube ist eine wunderbare Plattform, um Musikstilrichtung ein bisschen erforschen. Und ja, das ist, glaube ich, mein Schluss. Ich hätte noch so viel zu erzählen, aber ja, ich komme zum Schluss und danke fürs Zuhören und möchte auch dir, Roman und Niki, herzlich danken für die Schlaumeier-Plattform. Das ist eine absolut geniale Sache. Wow, danke vielmals, Manu. Danke fürs Kompliment und vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns und für die Kinder und etwas über deine zweite Leidenschaft, nämlich die Rockmusik, zu erzählen. Heute haben wir gelernt, wie die Menschen als Höhlenbewohner Musik gemacht haben, woher Saiteninstrumente kommen, wie eine E-Gitarre funktioniert und etwas vom Wichtigsten, wie der Manu mit langen Haaren ausgesehen hat. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank nochmal, Manu.